Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, heiße Sie und euch ganz herzlich willkommen zur nächsten Pressekonferenz vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel. Wir sind am morgigen Mittwoch hier bei uns in der Benteler Arena am Start, spielen um 20.30 Uhr gegen Holstein Kiel. Es ist dann für uns das erste Spiel der Rückrunde. Vielleicht noch kurz zur Erinnerung, die Hinrunde haben wir ja mit 25 Punkten abgeschlossen. In Kiel gab es zum Auftakt dieser Saison eine 0-1-Niederlage. Damals noch bei wunderbarem Sonnenschein. Mal sehen, wie die Witterungsbedingungen hier am morgigen Abend sein werden. Die Sonne wird sicher nicht scheinen, aber das Flutlicht ganz bestimmt. Steffen, wie bereitest du die Mannschaft darauf vor und was ist das Ziel für dieses Spiel? Bitte schön. Na, ich hoffe zumindest, oder hallo erstmal, ich hoffe zumindest, dass es schnucklig warm wird von den Leistungen her beider Mannschaften. Das wäre schön. Wetter ist, glaube ich, zweitrangig. Grundsätzlich wird es darum gehen, nicht nur eine sehr, sehr erfolgreiche, sondern eine Mannschaft, die eine klare Struktur hat mit Holstein Kiel, die im Moment ja, sehr, sehr gut drauf ist. Das hat man, glaube ich, nicht nur jetzt gegen Darmstadt gesehen, sondern auch in dem Spiel gegen Bayern, dass sie da sehr, sehr gut gespielt haben, dass sie das KSC-Spiel dazwischen verloren haben. Hatte vielleicht auch ein bisschen was mit dem Pokal zu tun. Also wissen wir schon, dass da eine sehr, sehr große Herausforderung auf uns drauf zukommt. Bei uns sind alle gesund, alle einsatzfähig. Ich habe den Kader heute schon bekannt gegeben. Im Kader gibt es keine Veränderung zum letzten Spiel. In der Aufstellung behalten wir uns das vor. Die ein oder andere Veränderung habe ich im Hinterkopf. Wie die genau aussieht, würde ich heute nicht unbedingt gerne darüber reden wollen. Grundsätzlich freuen wir uns auf das Spiel. Grundsätzlich geht es darum, ja, gegen eine Mannschaft zu spielen, die auch einen sehr, sehr guten fußballerischen Ansatz hat, was uns ja, sag ich mal, zumindest von der Optik erstmal entgegenkommt, dass sie eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität haben, dass sie sehr, sehr gute Ergebnisse eingefahren haben. Das sehen wir an der Tabellensituation. Für uns wird es darum gehen, unser erstes Heimspiel dann dementsprechend auch zu gewinnen, gewinnen zu wollen. Die Rückrunde beginnt mit diesem Spiel Holstein-Kiel. Und da hoffen wir schon, dass wir sehr, sehr gute Antworten haben. Auch natürlich in Hinsicht, wie ist das Hinspiel gelaufen. Da ist einiges nicht so gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da hoffen wir jetzt, dass wir einen Schritt weiter sind. Aber das werden wir morgen sehen. Ich freue mich sehr auf das Spiel, auf ein sehr, sehr schönes, attraktives, intensives Spiel. Danke erstmal. Ja, Steffen, vielen Dank. Es sind schon eine ganze Reihe Fragen eingetroffen. Wir starten heute mit der neuen Westfälischen, Frank Beinecke. Hallo Herr Baumgart, Kiel hat noch keine Auswärtsniederlage kassiert und zuletzt in der Fremde 13 Punkte aus 5 Spielen geholt. Was macht die Kieler gerade auswärts so gefährlich? Na, nicht nur zu Hause, nicht nur auswärts, sondern zu Hause ja ähnlich von der Punktzahl her. Ich glaube, sie haben jetzt auch nicht so viele Heimspiele verloren. Nein, ich glaube, dass die Kieler Mannschaft eine Mannschaft ist, die sich jetzt in den letzten Jahren auch wachsen konnte, die sich dann punktuell dementsprechend auch immer wieder verstärkt hat, die den Fußball, den sie unter Markus Anfang für mich so ein bisschen den Anfang genommen haben, immer weiterentwickelt haben, über einen langen Zeitraum dementsprechend auch zu den besten fußballerischen Mannschaften in dieser Liga gehört. Das spiegelt sich jetzt auch an den Ergebnissen wieder, wie wir sie knacken wollen. Also gut, wir werden uns ja nicht verändern. Wir werden unser Ding versuchen durchzuziehen. Wir werden nach vorne spielen. Wir werden versuchen, aggressiv zu agieren. Wir werden versuchen, uns Torchancen zu erarbeiten. Und da mache ich mir eher weniger Gedanken über erste Auswärts oder über die Auswärtsstärke von Kiel, weil es darum geht, unsere Sachen auf den Platz zu bringen. Bringen wir sie auf den Platz, wird das trotzdem ein sehr enges Spiel. Das bedeutet nicht, dass man als Sieger vom Platz geht. Aber es geht schon darum, eine sehr, sehr gute Leistung zu bringen, um dann dementsprechend auch die Punkte einzufahren. Unser Ziel ist es, das Spiel hier zu gewinnen und das muss zu sehen sein. Ja, Frank Beinecke legt nochmal nach und geht nochmal ein bisschen in Richtung Personal. Selbst wenn du das schon angedeutet hast, will ich die Frage nicht unterschlagen. 2 englische Wochen in Folge sind für den SC Paderborn 07 ungewohnt. Wie wirkt sich das auf Ihre Personalplanungen aus und könnte es mehr Änderungen geben, obwohl die Startelf zuletzt gut funktionierte? Ja, zumindest sollten wir uns darüber Gedanken machen. Da geht es jetzt aber gar nicht um das Kiel-Spiel alleine, sondern da haben wir schon die englischen Wochen, die jetzt kommen, insgesamt auf dem Schirm und wollen da schon gucken, wer hat noch die oder wer ist da frisch, wen kann man bringen, wer bringt sich auch über gute Trainingsleistung ins Gespräch. Das sind einige Spielerkandidaten und dementsprechend haben wir das schon auf dem Schirm und werden da wahrscheinlich auch mit großer Sicherheit in dem ein oder anderen Spiel schon personelle Veränderungen vornehmen. Ja, gehen wir rüber zu Matthias Reichstein vom Westfälischen Volksblatt. Hallo Herr Baumgart, Kiel hat auswärts auch nur 4 Gegentore in 8 Spielen kassiert. Wie wollen Sie den Riegel knacken? Ja,
Das spricht auch für die Kieler, aber die habe ich jetzt genug gelobt. Es geht einfach darum, unser Ding durchzuziehen, Ballgewinne zu haben, mit Tempo nach vorne zu spielen, um sich dann wirklich auch Torchancen zu erarbeiten. Und am Ende geht es gar nicht darum, ob man jetzt viele Tore macht, sondern dass man einfach versucht, das eine mehr zu machen. Das wird schwer genug, ja, weil wir schon auf eine sehr, sehr fertige Mannschaft treffen, die sich in der letzten Zeit, so wie ich es gerade auch gesagt habe, sehr, sehr gut entwickelt hat. Aber das sollte uns eigentlich wenig interessieren, sondern wir müssen unser Ding durchziehen. Das versuchen wir. Und da versuchen wir, uns mehr Torchancen zu erarbeiten als jetzt zum Beispiel gegen Würzburg. Da waren auch eher andere Prioritäten gesetzt. Jetzt geht es darum, dann wirklich auch den Weg wieder nach vorne zu finden. Diesen, was ich hoffe, dass es eben auch in der einen oder anderen Situation ein offenes Spiel wird. Vielleicht auch die ein oder andere Torchance sich dann zu erarbeiten und das vielleicht dann auch zum Torerfolg zu bringen. Kommen wir mal zur tabellarischen Situation. Sie haben selbst gesagt, Herr Baumgart, Ihre Elf habe den Anschluss nach oben noch nicht verloren. Ist Kiel am Mittwoch in dieser Hinsicht eine Standortbestimmung? Na, nicht nur Kiel, sondern ich glaube, die nächsten Mannschaften, die kommen, die stehen nicht nur über uns, sondern ich finde, die sind einfach auch im Moment, auch wenn ich das nicht immer so gerne sage, schon vielleicht ein Stück leistungsmäßig vor uns. Ein bisschen mehr im Zusammenspiel, im Moment auch dementsprechend auch erfolgreich. Aber darum geht es ja auch. Es geht ja darum, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir gerade mit unseren Spielern, gebe ich gerne nochmal Auskunft drüber, dass wir viele Spieler haben, die auch in der letzten Zeit erst aus der Regionalliga kommen, dementsprechend auch gewissen Schwankungen unterlegen sind, dass wir sehr, sehr zufrieden sind damit und dass wir einfach jeden Schritt gehen möchten. Und daher kann so ein Spiel gegen Holstein Kiel nur der nächste Schritt sein, zu zeigen, dass wir es auch vielleicht besser machen als im Hinspiel, sprich nicht nur leistungsmäßig, sondern vielleicht auch von den Torschüssen. Ich hatte das Gefühl, dass wir in Kiel ja gefühlt zweimal aufs Tor geschossen haben, wenn überhaupt. Das wollen wir schon zeigen, das wollen wir sehen, dass wir da einen Schritt weiter sind. Aber das gilt für Kiel genauso. Ich glaube, die spielen eine sehr, sehr gute Saison. Aber wie gesagt, für uns geht es Vollgas nach vorne. Und da versuchen wir schon dementsprechend das Spiel zu gewinnen. Und das hat nichts mit der Tabellensituation zu tun. Du hast schon die Aufgaben, die warten, angesprochen. Matthias Reichstein geht da noch ein bisschen detailliert drauf ein. Auf Kiel folgen der HSV und Heidenheim. Aus diesen drei Spielen holte der SCP in der Hinrunde einen Punkt. Wie hat sich Ihre Mannschaft im Vergleich zur Konkurrenz entwickelt? Ja, ich glaube, dass diese drei Mannschaften leistungsmäßig nicht umsonst über uns stehen. Das hat die Halbserie gezeigt und wir werden sehen, wie wir dann gegen diese drei Mannschaften aussehen. Also ich finde es jetzt schwierig, jetzt über diese drei Spiele zu reden. Entscheidend ist für uns, dass wir schon sehen wollen, dass wir aus diesen Punkten, aus diesen drei Spielen die möglichst eine hohe Punktzahl holen. Das wird nicht einfach, aber wir haben aus diesen drei Spielen zwei Heimspiele. Zu Hause wollen wir schon zeigen, dass das unsere Heimstätte ist, dass wir hier gegen jeden gewinnen können. Das ist uns in der Hinserie nicht immer so gelungen. Und das ist das Ziel. Und das Ziel ist und bleibt es, nach vorne zu spielen, Torchancen sich zu erarbeiten und aus diesen Spielen so viel wie möglich an Punkten zu holen. Kann Ihnen aber leider nicht sagen, ob das jetzt besser oder schlechter wird, weil, wie gesagt, die Glaskugel ist nicht unbedingt meine Stärke. Da sind wir schon beim Ende der Fragerunde angekommen. Matthias Reichstein legt zum Schluss nochmal nach. Mit welchen Erwartungen blicken Sie auf das Programm zum Start der Rückrunde? Du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, Steffen. Vielleicht willst du noch Ergänzungen vornehmen. Ja, nein, wie gesagt. Ich glaube, dass wir gegen jeden spielen müssen. Jetzt kommen wirklich die absoluten Spitzenmannschaften aus dieser Liga und das nicht nur von der Tabellensituation her, sondern auch vom Personal her, von der individuellen Qualität. Und da geht es einfach darum, mit breiter Brust in diese Spiele zu gehen. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben die Möglichkeit, viele Punkte zu holen. Wir sind in vielen Spielen ebenbürtig geblieben, haben es nicht immer geschafft, aus den Situationen dann wirklich erfolgreich zu sein. Das wollen wir natürlich nicht nur am Anfang der Rückrunde gleich zeigen, sondern wirklich auch in der ganzen Rückrunde, dass wir einfach wieder einen kleinen Schritt besser geworden sind, wieder nach vorne kommen und unseren Fußball weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, das zählt. Und entscheidend ist dann wirklich nicht nur gut zu spielen, sondern auch Punkte zu holen. Damit können wir morgen loslegen. Das wollen wir und das sollte auch erkennbar sein und auch das Ziel sein. Ja, Steffen, vielen Dank. Ich schaue noch mal auf meinen Monitor, sehe aber, glaube ich, keine Ergänzungen mehr. Dann bleiben wir dabei. Ganz herzlichen Dank an die teilnehmenden Journalisten für die Fragen. Wir wünschen unserer Mannschaft eine gute Vorbereitung auf das Spiel morgen Abend hier zu Hause. Dankeschön.